So, was geht ab, liebe Leute? Da kommt ein dicker, fetter Ring drauf auf meinen Kopf. Hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einem neuen Video heute hier. Das wird ein... Morgen. Morgen. Hast du dich schon akkreditiert? Ach so, musst du dich akkreditieren hier, oder was? Ja, klar. Ja. Ja. Sie müssen sich nur genau, Hände desinfizieren und Sie müssen akkreditieren und mir bitte versichern, dass Sie psychisch und physisch in der Lage sind, dieses Fahrzeug heute zu bewegen. Es wird nämlich äußerst wild. Also richtig brettern. Ihr seht das Logo im Hintergrund, Leute. Wir sind heute hier, weil wir den neuen Cupra Formentor fahren dürfen. Das ist das neueste bzw. auch das allererste reine Cupra-Fahrzeug, das die auf dem Markt haben. Ein hammergeiles Auto. Wir haben es schon mal kurz gesehen beim Autobild Goldenen Lenkrad. Aber heute fahren wir es und haben eine Strecke dafür. Und ich sage euch eins, das ist ein cooles Setting und ein cooler Ort. Aber ich würde sagen, bevor wir einfach jetzt gleich das Auto anschauen und hier durch die Halle reinlaufen, zeigen wir euch, was sich dahinter verbirgt. Deswegen viel Spaß. So Leute, jetzt habt ihr ihn gesehen, den nagelneuen Cupra Formentor. Und ich zeige euch eins, ich bin immer ein Fan von Details und das ist das erste Detail, was man mir jetzt gerade schon in die Hand gedrückt hat, nämlich der Schlüssel. Der bringt mir schon mal sehr viel Freude. Ne? Das ist einfach ein sehr stylisch geiler Schlüssel und ich drücke jetzt mal drauf und lass mal die Lichter angehen. Ne? Jetzt mal ganz ehrlich Leute. Das ist doch wirklich ein hammerschönes, geiles Auto, oder? Da haben sie wieder was richtig Geiles hingezaubert. Ich finde, der Formentor hat so viele markante Details, die Spaß machen. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ne? Ich war schon immer, ich habe es schon vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren gesagt, als wir das erste Mal im Cupra saßen, ich bin unheimlicher Fan auch vom Logo und von der gesamten Designsprache in Kupferfarben. Ne? Das ist die Cupra-Farbe sozusagen hier mit Carbon-Optik hinterlegt. Ist auf jeden Fall für mich eins der coolsten Logos und irgendwie einfach mal was Neues, Freches. Das Auto, so wie es jetzt hier dasteht, ist den Petrol Blue Matt. Das ist eine Mattfarbe, auch sehr, sehr wild. Er kommt in zwei Mattfarben, einmal in Blau und einmal in Grau. Was alle gemein haben, sind die grauen Detailelemente. Ne? Die ziehen sich ums Auto herum, das heißt, sowohl der graue als auch der blaue haben das so und das dann in Kombination mit Schwarz sehr, sehr geil. Und auch hier im Grill, ihr seht, es ist alles sehr zackig. Es sind sehr viele Linien, sehr viele Kanten und das gibt dem Auto einfach einen sehr geilen Charakter. Ne? Dazu Felgen in Kupferfarben, die Bremse ebenfalls in Kupferfarben. Also ne, es wird einfach darauf geachtet, dass sich das durchspielt. Ihr werdet es auch gleich sehen, wenn wir ins Interieur gucken, da finden wir das auch wieder. Das ist wirklich sehr, sehr nice gemacht. Und hier auch zum Beispiel, ne, wenn man mal, komm mal her und schau dir mal diese Kante, wenn du mal auf die Kante hier drauf filmst, ne, wie extrem kantig dieses Auto ist. Das wirkt fast schon so ein bisschen, als wäre der hier massiv verbreitert, als hätte er eine Kotflügelverbreiterung. Ne. Das lässt ihn richtig kräftig, richtig stark wirken. Finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und wenn wir dann zum Heck kommen, dann fällt uns das auch wieder auf, ne, anhand der Rückleuchte hier. Ich drück mal nochmal drauf. Junge, das sieht so schon geil, oder? Komplett durchgängige Rückleuchten, ebenfalls sehr, sehr kantig. Ne? Und auch da ist es einfach nochmal so, dass der richtig, richtig breit gemacht wird dadurch. Ne? Und das wirkt einfach hammer, hammermäßig. Cupra-Schriftzug, Cupra-Logo und dann hier unten auch noch einen Diffusor, aber das auch wieder sehr eigenständig, nämlich sehr zackig. Ne? Also normalerweise ist man so gerade Diffusor-Linien gewöhnt und hier hat man sich wieder auf dieses zackige, kantige gestützt und es wirkt einfach alles in einem sehr harmonisch. Ne? Vierrohr-Abgasanlage und wirklich ein hammer, hammer schönes Fahrzeug, das wir jetzt gleich draußen bewegen dürfen.
Bevor wir das machen, Interieur, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Einmal da reingucken, damit wir das zumindest schon mal gesehen haben. Das macht wirklich auch sehr, sehr viel her. Ne? Also in dem Fall jetzt hier mit blauem Leder. Man sieht auch sehr viel Beleuchtung. Schon mal hier zum Beispiel beim Einstieg. Ne? Da leuchtet einem direkt hier was entgegen. Du hast die komplette Armaturenleiste, die leuchtet. Das wirkt wirklich hammermäßig geil. Und dieses Lenkrad, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, vielleicht in der VRG-Welt, dann habt ihr dieses Lenkrad in der Form vielleicht schon mal gesehen. Nämlich beim R8, diese Knöpfe. Das kriegen eigentlich nur die Supersportler. Und jetzt kriegt es der Cupra auch. Und das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Dazu noch in kupferfarbenen Elementen, die sich überall durchziehen. Also wirklich sehr, sehr schön. Werden wir auch gleich noch sehen, wenn wir eine Runde drehen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Auto wieder zu. Und, achso, hier auch noch ein geiles Detail. Fast vergessen. Fast drüber gelaufen, über das Detail. Dann würde ich jetzt sagen, wir drehen ihn einmal so hin, wie wir ihn brauchen. Und dann machen wir mal die Garage auf und legen los, Leute. Hoppla. Oder auch nicht, let's go. Junge, okay, hier haben die also, hier sind wohl die anderen versteckt. Alles klar, alles klar. Die haben alle getroffen und gewartet. Ja, die haben alle auf uns gewartet, aber ist gar nicht schlecht. Da seht ihr mal so ein bisschen andere Farbe auch noch, ne? Also in Grau, so Nadelgrau, auch sehr, sehr wild. Das gleiche gibt es noch im Matt. Ich glaube, das ist ein richtiger Brecher. Und hier dahinter, wenn wir mal hier durchschauen. Ihr wartet jetzt ein Vergnügungspark auf uns. Ne? Wir haben hier komplett eigens gesteckte Rennstrecke und können damit jetzt heizen. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, wie wir hier rauskommen. Und dann würde ich sagen, zu Hause einmal anschnallen, ready machen. Ich bin nämlich in sehr großer Heizlaune, auch wenn ja, es ein bisschen nass ist. Aber das kann ja auch spannend werden. Deswegen anschnallen, wir starten. Yes, Leute! Jetzt sind wir auf dem Track hier. Damit wir gleich mal richtig warm werden, ne? Ihr daheim, wir hier im Auto, ist natürlich auch noch nass, das macht es richtig rutschig hier, aber es ist so geil, das ist natürlich das, was ich liebe, ne? Wenn wir ein geiles Auto haben und dazu einfach auch noch eine Fläche, wo wir uns ordentlich austoben können. Wie geht's dir, Adrian, alles gut? Hey, alles easy. Alles easy. Okay, so, das wollte ich doch hören. Na, damit wir einfach auch in der Lage sind, dieses Auto mal wirklich auf Herz und Nieren zu testen, Leute. Wir haben hier einen Vierzylinder-Motor, 310 PS, 400 Newtonmeter. Und ich glaube, ich habe die Lenkradheizung an, weil das Ding ist richtig warm hier. Ich mache das mal aus. Ja, Leute, da ist ordentlich Dampf unter der Haube. Da ist auch jede Menge Fahrspaß, wenn man hier ein bisschen Attacke macht. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Das ist für mich hier auch einiges wirklich Neuland. Angefangen mit dem neuen großen Display, das hier drin ist. Das ist hammer, hammer schön geworden, finde ich. Es ist ein kompletter Touch-Display, ein großer vor allem. Nicht so irgendwie so ein kleiner, sondern einfach ein großes, schönes Display. Viele Einstellmöglichkeiten, alles irgendwie auch ein bisschen farbig, stylisch gemacht. Mit Menü, Optionen, alles mögliche, was man einstellen kann. Infos zu meinem Fahrzeug, wenn ich hier drauf gehe. Na, da kannst du wirklich jede Menge Sachen einstellen. Start, Stopp, System, Lane Assist, das machen wir jetzt mal alles aus. Das brauchen wir gar nicht. Fahrprofile, natürlich, das ist sehr, sehr wichtig. Aktuell bin ich schon im Cupra-Modus, das heißt, volle Attacke, was geht. Na, dann sind die Dämpfer hart eingestellt, die Klappe geht auf, der Sound ist viel, viel kerniger und das Auto ist natürlich einfach im kompletten Sportmodus. Auch die Lenkung, du merkst das überall, aber hat natürlich trotzdem die Wahl, Komfort einzustellen, da kann man ein bisschen hincruisen, Sport, es gibt auch eine Offroad-Funktion und ja, Cupra ist das, was wir wollen. Natürlich dann viele andere Spielereien, Ambiente-Leuchtung, schau dir das mal an, was man hier alles einstellen kann. Ein bisschen Wellness für den anderen, ne? Total Wellness hier. Jetzt richtig, richtig Wellness. Jetzt gerade schon, ja. Warm, na, also es ist sehr, sehr viel, viel zu viel, um das alles in ein Video zu packen. Viele Spielereien, aber sehr cool verpackt, sehr intuitiv. Sehr schön hier im Display zu sehen. Natürlich ein digitaler Tacho noch, da kann ich auch noch sehr viel einstellen. Das Schöne ist natürlich auch, wenn ich durch die vielen Modis wechseln will, dann kann ich das direkt am Lenkrad machen. Entweder einmal länger halten, dann geht er direkt in den Cupra-Modus, man hört es auch direkt. Aber ich kann natürlich auch draufklicken, dann schalte ich durch die einzelnen hindurch. Aber ich sage ganz ehrlich, wir haben hier ja
haben ja unsere Teststrecke und können heizen, deswegen wollen wir natürlich den richtigen. So, wir wollen natürlich auch mal wissen, wie handelt das Fahrzeug. Das sind jetzt nicht die besten Bedingungen, das sage ich euch ganz ehrlich. Das ist ein bisschen schwierig hier, aber... Ja, für mich sind es auch nicht die besten Bedingungen auf jeden Fall. Alter! Oh. Ich mir immer den Kopf anschlagen hier. Also du kannst ihm schon richtig geben, ne? Das muss man schon sagen. Das erste Einlenken ist auf jeden Fall ein Untersteuern. Das ist aber auch, glaube ich, für ein Fahrzeug dieser Klasse immer normal. Das gibt dir ein bisschen mehr Sicherheit im Alltag und ist auch gar nicht schlecht. Aber du merkst, sobald die Vorderachse kommt und Grip aufbaut, dann kannst du ihn auch mal schön querstellen und trotzdem aber gut abfangen, ne? Also also da muss ich mal jetzt ein Lob aussprechen. War solide, oder? Sehr solide, ja. Oh, ich liebe es. Liebe Leute von Cobra, können wir bitte einfach immer so eine Strecke haben und immer hier heizen. Wir brauchen sowas immer. Es ist so schön einfach. Es ist wirklich der Hammer. Und dann ist hier auch noch so ein geil... Die haben das Container genannt, aber es hat mit dem Container eigentlich nichts zu tun. Cobra Container. Ich hole uns jetzt mal schnell Verstärkung, weil wichtig auch zu wissen, bei so einem Auto ist ja auch ein bisschen die Alltags-, die Familientauglichkeit. Und wir haben heute die Familie dabei. Hallo. Hi. Moin. Hast du schon akkreditiert? Muss ich noch machen später, danke. Aber nicht, was ist zu? Kindersicherung. Auch wichtig. Tobi, wir müssen Familiencheck machen. Ja? Ja, ist wichtig, dass man weiß. Deswegen da haben wir gesagt, wir brauchen auch mal hinten jemanden, der... Ja. Aber könntest du dich bitte in die Mitte setzen? Das wär einfach noch schöner. So, Tobias, willkommen an Bord. Du hast eine ganz wichtige Funktion. Du musst die Familientauglichkeit, wie fühlt es sich denn hinten an, einfach mal wirklich auch den Leuten näher bringen, ne? Dass wir das auch genau wissen, was du so denkst. Ob das so okay ist. Der komplette Bus kommt zusammendrückt. Also generell würde ich nicht in der Mitte sitzen wollen, wenn ich... Also es war schön, es ist schön hinten. Also ja, es ist wirklich ein Traum. Ja. Es ist ein Traum, schon gedacht. In der Mitte zu sitzen, ja. Da fliegt man nämlich noch schön rum. Das haben wir schon gedacht. Also gut, oder? Mega. Fazit 1A. Hinten ist der Hammer. Also ich würde nur nicht in der Mitte sitzen, aber sonst geil gemacht. Aber sonst schön, ne? Mega schön. Ja, die Sitze sind schon auch stabil, ne? Kannst du von hinten durchgucken? Kannst du durchgucken, kannst du mal schön hier kurz mal kitzeln. Ja, kannst du das hier nacken gerade, ne? Ja, dann danke dir für deinen Einsatz. Das hat wirklich uns alles sehr weitergebracht. Ja, bis bald. Fahren. Ja. Hast du es auch fahren? Ja, nee, aber mega. So Leute, also das war unsere Erfahrung mit dem Cobra Formentor, das allererste Mal. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein sehr großer Fan. Falls ihr mal die Chance habt, einen zu fahren, kann ich euch das sehr ins Herzen legen. Ist ein wundervolles Auto geworden mit Sicherheit. Auch nicht das letzte Mal, dass wir ihn bewegen oder damit Action machen. Bald kommt ja auch schon das nächste Cobra Auto, der Leon. Also da ist einiges noch, was euch erwartet. Deswegen, falls ihr Spaß habt, falls ihr mehr davon sehen wollt, gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen und lasst uns wissen, was ihr zum neuen Cobra Formentor so denkt. In diesem Sinne, Leute, es wird kalt. Haut rein, wir sind draußen. Ciao.